Ich trau mich nicht. Hey, ich bin's wieder, Kathi. Und wie ihr seht, bin ich heute noch nicht fertig geschminkt. Das liegt nicht daran, dass ich keine Lust hatte, sondern ich probiere heute einen koreanischen Make-up-Trend. Das war, glaube ich, 2017 im Trend. Aber ich habe es erst jetzt irgendwie mitbekommen, beziehungsweise bin letztens bei Instagram darauf gestoßen. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte das mal ausprobieren. Der nennt sich Jamsu. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Falls ihr diesen Trend kennt, dann schreibt das jetzt mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich bin anscheinend sehr spät dran damit, aber ich habe echt noch nie davon gehört. Und zwar geht es darum, das Make-up zu fixieren. Eigentlich verwendet man ja so ein Make-up-Fixing-Spray oder es gibt auch diesen Hack, dass man Haarspray ins Gesicht sprühen kann, um eben das Make-up zu fixieren, dass es den ganzen Tag hält. Und dieser Hack, dieser koreanische Make-up-Trend, funktioniert so, dass man eben sein Make-up, seine Foundation aufträgt. Also noch keine Wimperndusche, noch keinen Lippenstift und nicht die Augenbrauen machen und. Sondern wirklich nur mal hier so Make-up, Concealer und Puder drauf. Das habe ich jetzt auch schon oben. Und jetzt geht es darum, um das Make-up zu fixieren. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass man eine mega Schicht Babypuder ins Gesicht gibt, also dass wirklich das ganze Gesicht weiß ist und dann in eine Schüssel mit eiskaltem Wasser sein Gesicht eindunkt für 15 bis 30 Sekunden, nicht zu kurz und nicht zu lange. Und wenn man dann wieder hinauskommt, einfach das Gesicht abtupfen, beziehungsweise durch das Babypuder kommt gar nicht so viel Wasser jetzt direkt auf die Haut drauf. Und dann sollte das das perfekte Make-up sein. Ich weiß ja nicht zurecht. Ich habe mir schon so 2, 3 Videos angesehen und teils hat es funktioniert, teils nicht. Also ich bin jetzt mega gespannt, ob das bei mir funktioniert. Ich hätte gesagt, ich fange einfach mal an. Ich habe mir hier so einen Spiegel, dann habe ich hier Babypuder und einen Pinsel. Damit werde ich mir das jetzt auftragen, dass mein Gesicht wirklich, wirklich weiß ist. Und ja, so, ich habe jetzt erstmal schon einen Haarreifen hinaufgegeben, damit ich eben das ganze Gesicht erreiche. Jo, sieht dementsprechend lustig aus. Ich mag es überhaupt nicht, Haarreifen zu tragen. Ich habe das früher, wie ich glaube ich 13 oder 14 war, habe ich jeden Tag so ausgesehen. Fragt mich nicht, warum. So, jetzt höre ich auf zu quatschen und mach mein Gesicht mal weiß. Also, da drüben reinschauen, weil ich habe mir hier meinen Spiegel aufgestellt, damit ich das eben sehe. Und ich gebe mir hier mal so eine, so mega viel Babypuder drauf in die Hand. Es staubt ein bisschen, ich bekomme keine Luft, oh Gott. Also in diesem Video sehe ich ja sehr bescheuert aus. Also ich hätte gesagt, wir haben's. Mein Gesicht sieht, oh Gott, sieht ja wirklich schrecklich aus. Aber ich würde sagen, oh, ich bin hier weiß. Bin fertig und kann mein Gesicht jetzt eindunken, glaube ich halt. Ich hole mir noch schnell die Schüssel Wasser und ein Handtuch und dann dunkle ich mein Gesicht ein, oh Gott. Bin mega gespannt. So, ich habe mir jetzt doch noch ein bisschen mehr Babypuder ins Gesicht gegeben. Also, als ich da die Schüssel holen war, habe ich gesehen, dass das vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Deswegen ist mein Gesicht jetzt noch heller. Dann mache ich mir mal einen Zopf. Oh Gott, ich bin hier überall weiß. Ja, jetzt muss ich 15 bis 30 Sekunden die Luft anhalten. Wie lange kann man die Luft anhalten? Mal schauen, ob ich es 30 Sekunden schaffen werde. Ich habe Angst. Ich trau mich nicht. Gott, ich habe keine Luft. Okay, einmal noch. Vielleicht. Oh Gott. Das ist echt schwieriger als gedacht. Ich kann da keine 30 Sekunden drin bleiben. Oh Gott. Okay. Und jetzt? Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie schaue ich aus? Oh Gott. So, ich war da jetzt dreimal für circa 10 Sekunden drinnen. Mein Gesicht ist eiskalt. Und ich glaube, mein Gesicht ist weiß. Oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt gut aussieht. Ich muss kurz den Spiegel holen. Um Gottes Willen. Es sieht schrecklich aus. Es sieht wirklich schrecklich aus. Ja, also ich finde, das sieht total trocken und um Gottes Willen.
Da ist ja noch total viel Babypuder drauf. Vielleicht soll ich da nochmal rein? Nein, oder? Nein, ich mag da nicht nochmal rein. Rausgehen würde ich so nicht und es passt alles irgendwie nicht mehr zusammen und sieht, um Gottes Willen, katastrophal aus. Ja, das war ja mal ein mega Fail. Meine Haare sind nass, mein Gesicht ist weiß und zerbröselt, getrocknet und ja. Wie gesagt, ich habe mir 3 Videos angesehen und bei einer hat es funktioniert, bei den beiden anderen nicht. Da war richtig das Make-up hier ab und ich meine, okay, gut, es fühlt sich jetzt total weich und schön an, aber es sieht halt einfach, um Gottes Willen, nein, jetzt bitte schaut, bitte. Das wird immer schlimmer. Also entweder war ich da jetzt doch zu kurz drinnen, weil da irgendwie noch mega viel Babypuder drauf ist, oder ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, aber es sieht halt echt nicht gut aus. Und bitte schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal ausprobiert habt und wenn ja, ob das funktioniert hat oder nicht. Ich finde, bei mir hat es nicht funktioniert. Jo, lustig war's, aber ich glaube, ich gehe mich jetzt abschminken und neu schminken, denn ich habe noch einiges vor heute und so kann ich definitiv nicht hinausgehen. Aber ich finde, es war mega lustig, das auszuprobieren. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so ist, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!